Unsere kleine Reportage hat mit Sicherheit etwas mit dem Begriff Abenteuerreise zu tun. Damit auch mit dem Auskosten der physischen und psychischen Grenzen. Letztlich ist es aber die Begegnung mit Menschen und Landschaften von fast einzigartigem Charakter. Das ist meine Freundin Michaela. Wir sind mit unseren Maschinen mit der Fähre über Haifa eingereist, denn in Israel kann man keine Motorräder mieten. Hier ist unsere Reiseroute. Die Punkte auf der Karte markieren die Orte, die wir in unserem Film zeigen werden. Es gibt verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten in Israel. Nach wie vor bieten sich Kibbuzim an. Diese ursprünglich rein landwirtschaftlichen Gemeinschaften haben sich zwischenzeitlich zum Teil auf die Unterbringung von Reisenden spezialisiert. Im Kibbuz Shvaim sorgt man auch für Unterhaltung. Unter anderem mehrmals täglich mit einer Folklore-Show. Hallo. Hallo. Welcome. Hi. How are you? Hi. Hi. Nice to meet you. Ich versuche den freundlichen Beduinen klarzumachen, dass wir an seiner Vorführung weniger interessiert sind. Die echten Beduinen sind es, die wir kennenlernen wollen. We are traveling all over the country and heading towards the Negev. The Negev? Yes, but first we go to Arad. Arad? Yes. Oh, so you can visit my family there. Er hat Verständnis dafür und lädt uns ein, seine Familie zu besuchen. Wouldn't they, Oh, you have a map. I can show you. Now, you get this stuff, please. And auf unserer Karte zeigt er uns, wo das ist. 10 Kilometer nordwestlich von Arad, mitten in der Wüste Judäa. Er meint, dass wir es mit unseren Motorrädern schaffen und bei der Familie willkommen sind. Is there any paved road which leads there? Or? You ask every Bedouin, where is that family? Everyone will say, that's tent what over is, there. What is his name? Abu Rabia. Abu Rabia. Yeah, ask everyone there, how can I get they to... They will know. Am nächsten Morgen fahren wir die Mittelmeerküste entlang an den Aschkelon-Dünen vorbei. Man sagt, dass um die Jahrhundertwende halb Palästina eine einzige Düne war. Für die Kinder, denen wir hier in die Arme laufen, ein herrlicher Sandkasten. Für uns Ältere auch. Und im Nu haben wir ein gemeinsames Spielzeug. Okay. You help me bring it out the bike? Okay. Everybody push it. An dieser Stelle sei gesagt, dass für uns durch die Hilfe des hier ansässigen Filmteams das Reisen recht unproblematisch war. Aber keine Angst, mit Englisch kommt man gut durch. Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft werden großgeschrieben. Und für unsere eigene Verständigung benutzen wir eine Funkgegensprechanlage, sozusagen aus Gründen der Zweisamkeit. Hast du Lust auf ein gutes Stück Melone, Mix? Ja, gerne. Ja, wer wie wir nicht viel mitführen kann, ist auf die Versorgung mit Lebensmitteln entlang der Straße angewiesen. Nun gibt es zumindest nördlich von Arad häufig Gemüse- und Obststände mit reichlichem Angebot. Nicht selten entdecken wir Früchte, die wir noch nie gesehen haben. Was ist das? Sabres. Sabres? Sabres. No, 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 no. Can you eat it this way? No, no, no. Oh. Nice. Are you gonna cut it? Ach so, schälen muss man sie. Gesehen haben wir sie schon, und zwar auf Kakteen, aber essen? Ich weiß nicht. Übrigens, in Israel geborene Juden nennen sich auch Sabres. Außen stachlig, innen süß. Is it sweet? Thank you very much. Cosma. Gut. Mhm. Ist das süß? Sehr gut. You like it? Sure. Give me you want a couple of them. Also, jetzt wissen wir es. 5 or 6, huh? That's good.
Ab jetzt wird's ernst. Von hier aus geht es in die Wüste. In Arad haben wir Lebensmittel eingekauft, getankt, 96 Oktan. Alles andere ist wenig empfehlenswert. Und da sind sie, die schwarzen Negev-Ziegen. Eigentlich ein rotes Tuch für die israelischen Naturschützer. Sie sind Allesfresser und der Grund für dauernde Auseinandersetzung zwischen den Beduinen und der Naturschutzbehörde. Null Kommunikation. Hier prallt archaische Tradition auf moderne wissenschaftlich-ökologische Erkenntnisse. Das Wasser kommt per Pipeline aus Arad, die Tränke ist normalerweise abgeschlossen. Der Hirte hütet den Schlüssel, denn er muss das Wasser bezahlen. Übrigens wusste er tatsächlich, wo sich die Zelte unserer Familie befinden. Nach altem Brauch nähert man sich einem Beduinenzelt von vorn und von rechts, denn die Damen des Hauses wohnen auf der linken Seite. Sie sind für Besucher, wie man weiß, tabu. Salam. Salam alaikum. How are you? Thank you. Thank you very much. How's it going? It's very nice and fresh here. It's beautiful. Der kühle Wind im Sommerzelt tut so richtig gut und die sprichwörtliche Gastfreundschaft ist wie bei den Beduinen von Karl May. Jedes unserer Worte wird übersetzt, der Gast wird ernst genommen. Es ist echte Höflichkeit. Zuerst bieten die Beduinen Tee an, süßen, starken schwarzen Tee mit etwas Nana, einer Wasserminze. Unser Gastgeber war einst ein im ganzen Negev berühmter Spurenleser und Jäger. Er ist zwischen 90 und 100 Jahre alt. So ganz genau weiß er es selber nicht. Bis zu seinem Tod wird er Familienoberhaupt bleiben, geehrt und versorgt von seiner Familie. Weil in der Wüste Negev die Dunkelheit schlagartig anbricht, kümmern wir uns zunächst um unsere Maschinen und das Zelt. Wie tritt er sich? Zu tief durch. Zu tief durch. Allerdings voreilig, wie wir bald sehen werden. Salam alaikum. Hey. Bobo, no. Und dann haben wir Matrah Hassan und Matrah Koyes und Jamil. Anfangs weiß ich gar nicht so recht, was er von mir will. You mean sleep? Yes, sleep. Sleep. Here? Yes. No, we sleep here. No. Not here? No. Where? In your tent? Right, bei. Ja, will, dass wir bei Ihnen schlafen. Also ziehen wir um. Okay.
Nachts am Feuer sitzen wir mit Ham zusammen und unterhalten uns. Wir trinken Kaffee, scharf geröstet und sehr stark. Er wird in ganz kleinen Mengen eingeschenkt, ohne Zucker, und soll den Geist anregen beim Diwan, dem allabendlichen Palaver. Unser Begriff Diwan, die Bezeichnung für ein Sofa, kommt genau daher, wie auch der Kaffee Kahwa eine beduinische Erfindung ist. Der Whist vom Trees ist ein ganz eigenartigen Geschmack, der Kaffee. Ein bisschen bitter. Bitter ist er, ja. Diese Nächte machen süchtig. Nebenbei bemerkt, kleine Geschenke wurden dankbar, auch als Ehrenbezeugung angenommen. Wenn man sich hier laufend auf geschichtsträchtigem Boden bewegt, ist Masada unsere erste große Begegnung mit Israels Geschichte. Die Festung Masada in der Judäa-Wüste am Toten Meer ist jedem Israeli heilig. Sie symbolisiert die jüdische Intifada gegen die römische Besatzung vor fast 2000 Jahren. Nachdem der Aufstand in Jerusalem durch die Römer zerschlagen wurde, zogen sich die Sikhiren auf diese Festung zurück. Der Name kommt vom lateinischen Sika, Dolch. Den trugen die Partisanen verborgen bei sich. Sie wurden hier von den römischen Legionen eingekreist und verteidigten sich bis zuletzt. Um nicht in die Hände des Feindes zu fallen, haben sie am Schluss gemeinschaftlichen Selbstmord begangen. Heute spricht man in Israel vom Masada-Komplex. Eingekreist von der arabischen Übermacht reagieren die Juden auf jeden Angriff unverhältnismäßig scharf. Im Übrigen ist wirklich sehr deutlich zu erkennen, wo die Römer gelagert haben. Schon mal dieses eine kleine Ding, das scheint sogar so zu sein wie ein Eingang. Und die haben ja dann hier so um die ganze Festung herum einzelne Lager gehabt, um niemanden hier rauszulassen. Also irgendwie finde ich, ist das ein komisches Gefühl, wenn man sich vorstellt, dass sich hier 1000 Leute ungefähr umgebracht haben. Das heißt, bis auf einen, denn von dem weiß man eigentlich, was sich hier abgespielt hat. Ne? Er hieß Josephus Flavius und wurde später ein römischer Historiker. Andere Quellen besagen, dass er zu dieser Zeit schon in Rom war und alles aus dem militärischen Bericht des römischen Oberbefehlshaber Flavius Silva abgekupfert hat. Plagiat ist eben ein alter Hut. Viele Wege führen nach Masada. Dieser hier ist eine Abzweigung von der Hauptverkehrsstraße Arad-Totes Meer. Und gleich die nächste Sehenswürdigkeit, quasi gleich um die Ecke, Meerspiegel ohne Meer. Und nun zu unserem Zeitungstest. Ich muss hier Zeitung lesen. Nein, jetzt lese ich erstmal Zeitung. Lies die Zeitung. Wir wollten das Wetter. Sonnig, kalter, bedeckt. Heiß wird es. Es stimmt. 26% Salzgehalt macht es möglich. Untergehen unmöglich. Es wird jetzt rausgehen. Ganz wichtig. Gut abduschen mit Süßwasser. Denn die Kali-Magnesium- und Bromsalze sind für die Augen ein Mordscocktail.
Unser nächstes Ziel ist der Mahtesh Katan, der kleine Mörser. Auf dem Weg dorthin ein Abstecher zu Meharat Haq Kemach. Kemach heißt Mehl und tatsächlich ist diese Kreidefelslandschaft dem Mehl nicht ganz unähnlich. Das ist jetzt auf dem Bild. Schick. Fotosession auf dem kleinen Mörser. Michaela, mein liebstes Motiv. Gleich nach der Landschaft. Kannst du ein bisschen weiter nach links gehen, bitte? Haha. Danke. Klasse. So, weitermachen. Dann lass uns fahren. Es ist gut 40 Grad heiß und äußerst trocken. Pro Tag sollte man mindestens 4 Liter Wasser trinken. Aber Vorsicht, hier gibt es keine Kioske. Wir sind am Maliak Rabim, dem Skorpionenpass. So steil ist das aber gar nicht, ne? Ja, man kann da nicht drüber sehen. Es ist noch ein gutes Stück bis darunter. Mhm. Aber schön ist das hier. Der Skorpionenpass sieht jetzt harmlos aus. Noch in den 50er Jahren war das eine Todesstrecke. Die ganze Versorgung von Eilat lief hier durch. Für die Trucker ein heißes Ding. Sie stiegen aus, gingen zu Fuß und überließen die Laster einer Beduinenfamilie. Die kannten jede Kurve auswendig und donnerten rauf und runter. Heute spielt sich alles auf der neuen ausgebauten Strecke Beersheva-Eilat ab. Wir sind hier ganz allein. Vom Fuße des Skorpionenpasses wollten wir in südwestlicher Richtung um den großen Mörser herum nach Avdat fahren. Es ist aber die Privatstraße eines Bergwerks, die wir nicht benutzen durften. Wir mussten zurück und dann über Jerucham nach Ein Avdat, unserem nächsten Ziel. Hier ist die Fortsetzung unserer Route. Mitten in der Wüste Zin ist Ein Avdat, die Oase Avdat, ein Naturschutzgebiet und für Motorräder off-limits. Normalerweise wimmelt es hier von Besuchern. Es kommen Schulklassen und ganze Kibbuzim. Achtung, nie am Samstag besuchen, das ist hier nämlich der Sonntag. Tomix, was essen wir heute? Warme oder kalte Küchen? Also, ich würde ich einfach. Warme Küchen, kalt, genau. Also, Bratapfel. Vorspeise, ne? Mit Bratapfel. Mhm. Ah, und warm. Oh. Du hast aber auch ein Glück damit. Oh, nehme ich die andere Seite, oder? Das ist die Familie des Wurmes. Nein, das ist nicht die Familie des Wurmes. Das ist Mäuschen Butter. Mhm. Ich würde erst das Plastik abmachen. Na, weil dann fließt es ja weg. Das Plastik hält die Butter jetzt zusammen. So. Das war's. Mhm. Auf deinem Rücken sitzt die Mücke laut. Hör auf! Du hast gesagt, in dem Wasser ist irgendwas drin. Würmer, ja. Ja. Ich kriege jetzt hier so rein. Boah, ich habe dich wenigstens mit sauberem Wasser besprüht. Du glaubst ja nicht, dass das schmutzig ist. Keine 5 Kilometer weiter, eine Oase ganz anderer Art.
die Ruinen der fast 2500 Jahre alten Nabatäer-Siedlung Avdat. In der Stille des Seins, die Seele ausgependelt, sind wir ganz frei, einen ewigen Augenblick lang. Und dann liegt er vor uns, im Abendlicht, der große Mörser. Was sagst du? Das sagst du doch immer. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Ein neuer Tag, ein neues Glück, ja. Ist aber noch kühl heute Morgen, ne? Das habe ich gerade vorhin schon gesagt. Ach so. Das habe ich nicht verstanden. An diesem Morgen leidet die Kommunikation. Wir sind auf dem Weg nach Elat. Zunächst biegen wir an der Kreuzung der beiden Hauptverkehrsstraßen 40 und 90 in Richtung Norden ab, um nach einigen hundert Metern eine Kuriosität zu besuchen. Pundak 101, ein Fernfahrertreff. In dieser temperamentvoll orientalischen Umgebung entschließen wir uns doch wieder zur Flucht in die Einsamkeit. 80 Kilometer weiter südlich finden wir sie, auf dem Rücken von Kamelen. Die Kameltour durch die Wüste Arawa, Frühstück inklusive, kann man problemlos in Elat mieten, auch tagelang. In größeren Gruppen sogar recht preiswert. That's without salt, is it? Yeah, it's without salt. Unsere letzte Station ist Timna, ein Naturschutzgebiet ca. 20 Kilometer nördlich von Elat. Zurzeit ökologisches Kampfgebiet. Die staatliche Naturschutzbehörde leistet Widerstand gegen die Entscheidung der Regierung, hier mit Schwermetallen belastete Abfälle zu lagern. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Bibel hat doch recht.
Nach der Bibel segnete Gott Jahwe König Salomo mit allen Schätzen dieser Welt und mit Weisheit. In seiner Weisheit baute Salomo den großen sagenumworbenen Tempel in Jerusalem und weihte ihn Gott. Das Erz dazu kam von hier, aus Salomos Bergwerken. Über Israel und im Speziellen den Negev ließe sich natürlich sehr viel mehr erzählen und zeigen. Wir allerdings wollen heute in dieser großartigen Umgebung zum Schluss kommen. Sollten wir mit unseren Bildern den einen oder anderen animiert haben, eine ähnliche Reise zu machen, so würde mich das sehr freuen und ich wünsche mir jetzt schon viel Spaß dazu. Allen anderen sage ich Dankeschön fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal an einem anderen Ort.